Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man einen Winkel zeichnet. Ich habe hierfür mein Raster aktiviert und dann zeichne ich eine Linie von 5 cm. Mein erster Schenkel, jetzt ziehe ich die, verschiebe ich die und drücke danach jetzt die Steuerungstaste jetzt und dann lasse ich beides los. Dann habe ich das dupliziert und dann kann ich diesen Schenkel hier über die Navigationsleiste drehen. Mache das mal auf 30 Grad und jetzt zoome ich ein bisschen heran und schiebe den jetzt hier auf den Eckpunkt. Und dann möchte ich hier einmal einen kleinen Bogen zeichnen. Dazu nehme ich den Ellipsenbogen, den füge ich jetzt erstmal nochmal ein und zwar unter Symbolleiste anpassen. Hole ich mir die Ellipse, den Ellipsenbogen. Den setze ich unter mein Polygon und dann brauche ich noch einmal Punkte bearbeiten. Das setze ich auch darunter. Und jetzt kann ich meinen Ellipsenbogen zeichnen. Ich fange hier links oben an auf dem Raster und habe einen Kreis jetzt gezeichnet von 2 cm Durchmesser. Jetzt lasse ich los und jetzt gehe ich zum ersten Schenkel, klicke einmal und ziehe dann den Bogen hoch auf den zweiten Schenkel, klicke einmal und habe dann meinen Bogen gezeichnet. Jetzt möchte ich zunächst einmal alles schwarz einfärben und jetzt noch meinen Winkel beschriften mit einem Textfeld. Da sage ich, das sind 30 Grad, das ist mir ein bisschen groß hier, deswegen gehe ich auf 8 Punkt. Mach mal Text halt ein bisschen kleiner und jetzt kann ich das hier raufziehen und jetzt springt er in den Rasterabständen. Jetzt kann ich die Alt-Taste drücken und genau navigieren und hier absetzen. Das Ganze gruppiere ich jetzt nicht, weil ich das jetzt noch in meine Galerie einfüge. Und wenn ich das nämlich gruppiere und in die Galerie einfüge, dann scheint das einen Bug zu geben, dann kann ich es später nicht wieder aufheben von der Gruppierung. Deswegen ziehe ich alle Elemente hier jetzt einmal in die Galerie. Ich drücke hier 2 Sekunden, dann ziehe ich das hier rein und dann ändere ich den Titel auf Winkel. Auch da scheint es einen kleinen Bug zu geben, irgendwie übernimmt er das nicht, aber ich merke mir das einfach und dann kann ich auch hier jetzt den Winkel einmal einfügen. Und später dann hier noch abändern, zum Beispiel hier den Schenkel, da kann ich dann auch wieder die Gradzahl ändern. Oder hier beim Bogen dann entsprechend, erstmal nehme ich das Textfeld zur Seite, kann ich dann auch hier Punkte bearbeiten und dann kann ich anschließend diesen Kreisbogen dann noch weiterziehen, entsprechend meinem Schenkel. Den kann ich jetzt mal vielleicht auf 50 Grad hochsetzen. Und dann hier setze ich das Ganze wieder auf den Scheitelpunkt. Da kann ich jetzt auch die Alt-Taste drücken, dann kann ich genau navigieren und dann entsprechend hier vielleicht nochmal anpassen. Dann hier auf den Bogen und dann hier 50 Grad anzeigen lassen. Mit der Alt-Taste gedrückt. So, wenn ich das im Arbeitsbogen benutze, dann würde ich das nur gruppieren, falls ich das irgendwo anders hinsetzen will. Aber wie gesagt, für die Galerie empfiehlt es sich nicht, die Dinge zu gruppieren, dann kann ich sie später nicht wieder auflösen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.